Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem Livestream der Zockstube. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute spielen wir das Spiel von der letzten Woche weiter, nämlich Shadowpoint. Wir haben so die ersten paar Level gemacht und sind jetzt gerade davor, dass die Rätsel so richtig knackig schwer werden. Und ja, ich weiß, diese Woche ist ein Update zu Demeo rausgekommen. Da gibt es neue Dungeons und das ist jetzt wahrscheinlich auch ein heiß erwartetes Game, aber ich hatte einfach Bock, mit euch Shadowpoint weiterzuspielen. Ist mein Lieblingsspiel, habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Und ja, ich freue mich, dass ihr einschaltet und wir jetzt gemeinsam ein bisschen weiterzocken können. Ich schaue mal eben bei euch in den Chat vorbei. Hallo Gamer Murat, Andreas, Hallöchen, der Hackman, der Michael. Man hört nichts? Wieso hört man nichts? Der Michael ist mit dabei. Hört man echt nichts? Ist doch Quatsch, oder? Ach, du bist doch doof, Hoshi. Wirklich, du. Du bist doch ein Blödmann. Dann der Phobi. Hallöchen. Das ist, Hoshi, mit sowas machst du mich fertig. Das weißt du doch, du Typ, ey. Hallo Peter, schön, dass du dabei bist. Ja, auf jeden Fall. So, erstmal erste Schweißattacke hier. Man hört nichts. Toll. Richtig geil. Und ja, wir spielen heute Shadowpoint. Bevor wir aber mit Shadowpoint anfangen, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass das Community-Event am 11.09. stattfindet. Da treffen wir uns mit der Community. VR-YouTuber werden auch da sein. In Kassel. Dazu habe ich ein Video gemacht. Mit dabei ist beispielsweise hier im Chat, seht ihr den Hoshi, der ist mit dabei. Dann wird der Tupac VR mit dabei sein. Sascha von VRBytes hat sich beispielsweise angemeldet. Dann wird noch der Chris Reality dabei sein. Ich werde auch mit dabei sein. Also wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, auch uns zu treffen, ein bisschen mit der Community zu quatschen, ein bisschen, ein bisschen zusammen abzuhängen, mal ein Bierchen zu trinken, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link, wie ihr euch genau anmelden könnt. Heute ist nämlich der letzte Tag, wo ihr euch anmelden könnt und es sind mehr Einladungen eingegangen, als wir wirklich gedacht haben. Das wird jetzt wahrscheinlich dem Hoshi auch neu sein. Wir haben noch 4 Plätze frei. Wir haben noch 4 Plätze frei. Also wenn ihr noch teilnehmen wollt, dann meldet euch jetzt noch schnell an. Viel Platz und viel Zeit ist da nicht mehr. So, dann was? Das wollte ich auf jeden Fall vorab sagen. Jetzt gucke ich nochmal zu euch in den Chat und dann legen wir auch los. Hallo Crash, Rainer, schön, dass du da bist. Chris, Hallöchen, der Doc Mokus ist auch mit dabei. So, und dann starte ich doch jetzt einfach mal direkt ins Game. Und dabei können wir auch ein bisschen quatschen, während der Ladebildschirm packt. So, wo sind die Kontrolleurs? So. Da. Na komm. Verfügbare Geräte, komm, zeige ich jetzt an hier. Gerade noch Generalprobe gemacht, da muss ich noch mal kurz in die Einstellungen. WLAN passt. Stream, da ist es doch. Warum denn nicht gleich so? Mein Chromecast nicht angezeigt. So, zack. Headset-Streaming gestartet. Sagt er zumindest. Seht ihr was? Warum startet er jetzt das Streaming auf dem Chromecast nicht? Sekunde, ich starte die Quest noch einmal neu. Dann kann ich noch mal kurz ein, zwei Worte zu euch sagen. Ich vermute, Neustart hilft da. Ach, jetzt habt ihr gerade das... Ja, das Timing. Das scheiß Timing. Hi Repu, Yogi, Hallöchen, schön, dass ihr dabei seid. Ja, wenn ihr euch für weitere Livestreams der Zockstube interessiert, findet ihr auch in der Videobeschreibung die Playlist zu allen Livestreams. Da kriegt ihr dann neben den First Impression Videos, die ich hier aufnehme, die meist so ja, 20 Minütchen gehen, kriegt ihr da auch mal einen ausführlicheren Eindruck von Games. Ich habe mich heute gewundert, ich habe in die Playlist reingeguckt, da sind inzwischen schon 38 Videos drin. Das ist ja echt Wahnsinn, wenn man einmal eine Woche live streamt, wie schnell sich das dann läppert. So, jetzt aber. Ja, da sei da. Alles eine Frage der Zeit. So. Gut, gut, gut. Ja, und wie gesagt, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn sich noch 1, 2, 3 Leute finden würden, die sich für das Community-Event anmelden. In der Videobeschreibung findet ihr die entsprechenden Informationen zu dem, also beziehungsweise das Video, und in dem Video kriegt ihr alle Informationen. 4 Plätze haben wir noch. Heute letzter Tag der Anmeldung.
Nächste Woche ist eine spannende Woche. Es kommen zwei richtig knallharte Games raus. Sniper Elite VR und Sam & Max VR. Und was soll ich sagen? Meine Videos sind dazu schon fertig. Ich warte nur noch darauf, dass das Embargo fällt. Was bedeutet, ihr kriegt Sniper Elite direkt am Dienstagmorgen und ihr kriegt Sam & Max am Donnerstagmittag. Also ich versuche da wirklich die früheste Spanne zu nehmen, dass ihr da auch die Möglichkeit habt, da schnell euch ein Bild zu verschaffen. Hallo dem Kone 1, Hallöchen. Schön, dass ihr dabei seid. Muss er nur noch hier starten. So, fortfahren. Was ist natürlich ein bisschen fies ist, letzte Woche hatten wir so, sind wir mit den leichten Rätseln gestartet. Heute wird es, glaube ich, nicht besser. Es wird nur noch knackiger. Und ich bin mal gespannt, wie ich gleich wie ein Ochs vorm Berg stehe. Was, wenn Alex sie gefunden hat? Aktuell kennen sie sich nicht. Aber was heißt aktuell schon für Lorna? Sie ist gleichzeitig 12 und 20 und 50. Ihr ganzes Leben ein einziger Moment. Aber kann ich ihr und mein Schicksal einem Kind überlassen? Na klar. Also wir haben letzte Woche gespielt die Krone, die Jägerin, das Astrolabium, die Hacke und das Pendel. Und ich vermute, jetzt wird Anker, Augenglas und das Level, was hier noch nicht angezeigt ist, dran sein. Und ich vermute auch, es wird nicht wirklich einfacher. Wir gucken jetzt mal hier unten vorbei. Nee, den können wir immer noch nicht, oder? Nee, oder? Nee, der ist noch aus. Da brauchen wir noch was für. Das heißt, wir suchen weiter. Ich meine, zuletzt waren wir da wirklich im Observatorium und hatten da das letzte Level. Wir müssen wahrscheinlich weiter rauf. Also hier lang, die Level haben wir alle schon gemacht. Ich meine, hier war unser letztes Level in der letzten Woche. Da, das Teil. Und mal, ja, haben wir 7 von 7 und 2 von 2 Monden. Ja, und jetzt geht's weiter hoch. Schon schön. Ach, ich mag dieses Spiel. So, geht's hier, da geht's auch noch weiter. Aber hier wird ja, ja, da sehe ich schon eine neue Kiste. Von der Galerie aus scheint die ganze Welt weit entfernt. Mit einem Schritt ist man in der Station, mit dem nächsten in Vorlockmeier. Von hier nach irgendwo, in einem Augenblick. 6 Sonnen und 1 Mond. Ein metallener Geschmack liegt, wie der Vorbote eines Unwetters in der Luft. Ich wagte mich nicht in die Nähe, aber manchmal höre ich sie. Nur einen Satz, immer wieder. Es ist ein Trick. Ich schau nicht hin. Es ist ein Trick. Ich schau nicht hin. Ja, wir müssen. Ach so. Können wir das Teil nicht mitnehmen? Warte mal, was ist, wenn wir das. Ja, aber wir haben es doch in unserem Rucksack. Warte mal. Ja, da ist es drin. Wenn ich jetzt hier durchgehe. Bestimmte Barrieren hielten Erinnerungen auf. Es war, als wäre die Welt selbst entschlossen, zu vergessen. Aha. Haben wir hier hinten noch was? Ah, guck mal hier. Ach, dafür brauchen wir aber so eine Tragelampe. Okay, die müssen wir noch kriegen. Da können wir es nicht machen. Aber guck mal, ich habe eine Idee. Hier durch, das Ding. Ja, verarscht. So. Mein Spiegelbild ist fremd. Die geschmolzene Maske eines verschwendeten Lebens. Es bleibt nur eine Geistergeschichte, damit du nicht denselben Fehler machst. Okay, die Tür können wir jetzt, genau, die schließe ich dann. Also können wir einzelne Türen öffnen. All die Jahre. Ja, nicht welche richtig. Ach, guck mal, hier müssen wir Sachen platzieren. Bleib zusammen. Geht in Gruppen. Oh, guck mal, hat sie sich, damit die nicht so alleine ist. Mach ich mich hier richtig? Ja, das ist jetzt natürlich verloren gegangen. Was kann man denn jetzt hier? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier schon die richtige Tür ist. Da ist ein Ei. Oh, was kann das? Ach hier, damit können wir das bewegen. Ich
bin durch die Dunkelheit geschritten. Ach, guck mal, das ist ein so ein Teil. Das ist ein so ein Teil, womit wir da im Hauptraum das Schloss zusammenbauen können, oder? So, das können wir jetzt natürlich nicht hier mit durchnehmen. Das wird nicht klappen. Da auch nicht, aber wir haben doch hier vorne den Korb. Das wird es doch sein, oder? Kann ich den? Sieh! Wie rum muss ich das denn jetzt drehen? Kann ich jetzt... Upp. Was haben wir denn hier? Ach, da hinten ist der Raum, ne? Da müssen wir es jetzt drehen. So. Ach, guck mal, dass da der Korb ist. Da können wir das dann sehen. Das ist irgendwie... Boah, ist das strange hier teilweise. Also, positiv. Na, komm. Muss da rankommen. So. Oh. Ich weiß. Da. Hier. Was eine Rutsche. Ach, dann können wir den hier auch in einem. Ich habe mich so, nehmen wir den mit. Habe ich die Welt vor von mir geschaffenen Bestien beschützt. Und dann können wir das doch hier bestimmt. Es war nur eine Illusion. Aber es fühlte sich so wichtig an. Oder so? Dann hast du den Brief gebracht. Weiß ich nicht, ne? Und zum ersten Mal hatte ich ein Ziel. Ich hatte Hoffnung. Können wir jetzt hier noch was machen oder wartet? Ich glaube, das war dann hier, oder? Oder könnten wir da noch irgendwie weiterlaufen? Ne, das war's. Dann können wir die Leuchte ein weiter drehen. So, zwei Sonnen haben wir. Brauchen noch am Mond. Aber jetzt gucke ich mal eben zu euch in den Chat. Kassel, jawohl, so sieht das aus. Hallo Yogi. Ach, hatte ich schon gesagt, ne? Hallo Lilly. Yves, Hallöchen. Ja, Yogi, da musst du den Urlaub absagen. Was ist das denn für eine Prioritätensetzung bei dir? Also wirklich. Spaß, ne? Ach, guck mal, hier ist die... ist der Henkelpott, den wir brauchen. So, da brauchen wir jetzt Bäumchen. Was macht das hier? Was macht das? Das macht hier irgendwie Strom nebenan. Die Jahre vergingen und ich begann dich zu verstehen. Okay. Kein Engel oder Monster. Nur verloren wie ich. Das trifft mich an. Alex Bouquet, mein Anker. In der Zeit der Früh. Eine Erinnerung an meine Schwester, mein Leben, mein Zuhause. Alles wartete auf mich. Hä? Ach, hier kann man im Kreis laufen. Boah, das ist hier aber wirklich... So. Ah, guck mal, da kommt da runter. Und da können wir jetzt das Bäumchen reintun. So, dann können wir ihn wieder wegnehmen. Dann geht er hoch. Jawohl. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist, aber ich richte es wieder da drauf. Ich weiß nicht, was das macht. So, und jetzt? War das hier? Ja, da ist das Ding. Na komm. Unser Bäumchen. Können wir jetzt hier hin mitnehmen? Jawohl. Hier durch das Fenster werfen. Aber das nächste. Okay.
das. Ist das auch wieder so ein Teil, was wir da an dem... Ja, hier ist das Fenster aufgegangen. Das ist ein ziemlich eindeutiges Zeichen, dass wir damit hier das Teil auch verzieren müssen. Wo muss... Ach, hier, guck mal. Da steht doch, hier ist der Baum. Müssen wir nachher wieder gucken, dass der Schatten genauso wirft. Das passt. Obendrauf passt das. Okay. Wieder die Frage, ob hier noch irgendwas anderes ist. Fühlt sich irgendwie so an, als wäre hier noch so viel. Ja, guck mal, hier haben wir den Baum gemacht. Und wir rennen hier sowieso die ganze Zeit nur doof im Kreis irgendwie. Ja, hier geht's raus. Nee, scheint hier auch erstmal in der Abzweigung es gewesen zu sein. Erstmal, da kommen wir ja nicht hin. Da brauchen wir noch die Schattendinger. Die restlichen Gegenstände. Dann schauen wir mal hier. Alles weg. Was ist das? Ist das eine Toilette? Wo kriegen wir eine Toilette her? Ach, wieder Sonnenteil. Damit konnten wir doch Sachen... Das Ding können wir damit nicht wegdingsen, zufällig. Ein Ding wegdingsen. Was habe ich getan? Ah, guck mal damit. Konnten wir das da aufmachen? Sehr geil. Und da ist die Toilette, die... Doch, sieht doch ein bisschen toilettenartig aus. Will ich jetzt nicht zurücknehmen. So, komm, komm. Oh. So. Sesam, öffne dich. Wo sind wir hier? Ach, guck mal. Können wir das... Können wir das jetzt da hinwerfen? Okay. Jetzt müsste es... Es ist so abgefahren, so die Orte zueinander. Jetzt müsste es ja hier irgendwo rum... Jawohl. Da liegt es rum und jetzt können wir das Teil da wieder einbauen. Hier in unsere Mega-Festung. Das Toilettenhäuschen kommt doch bestimmt so hier, würde ich sagen. Ja, aber wo kriegen wir denn jetzt das letzte her? Waren wir da? Da sind wir doch hergekommen, oder? Oder nicht? Oder ja oder ne? Auf jeden Fall liegt da genau das Teil, was wir brauchen. Abgefahren. Egal, wie es da hinkommt, nicht so viel Fragen. Hauptsache ist da. So. Tada! Was habe ich falsch? Was habe ich falsch? Muss das Toilettenhäuschen andersrum? Ja, das Toilettenhäuschen war falsch rum. Und das Fernglas brauchen wir anscheinend noch. Oh, was war das? Was, Finlay? Ach, da geht's weiter. Nein. Nein, Alex ist genau hier, wie immer. Und dann wir sind das. Hör auf dem Stuhl. Du machst mir Angst. Alex ist genau hier. Ich schau nicht. Es ist ein Trick. Ich schau nicht. Arme Lorna. Nee, ich kann hier noch nicht raus. Uns fehlt noch ein Mond. Den gehen wir jetzt gleich jagen. Ich schaue aber noch mal eben zu euch in den Chat. Und freue mich, dass ihr dabei seid. So. Wir könnten jetzt hier weiter, aber da ist das Level vorbei. Wo war denn jetzt der... Der Mond, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, den irgendwo gesehen zu haben. Aber anscheinend brauchen wir für den Mond das Teil hier, oder? Denke ich mal. Aber hier kann es dann nicht sein, würde ich sagen. Weil da können wir mit dem Teil nichts anfangen. Das können wir nirgendwo mitnehmen.
Ja, und wenn euch dieser Livestream gefällt, würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Das wäre richtig klasse. Erstmal brauchen wir dieses... Ah, weißt du was? Weißt du was? Ich weiß, wo das Mondteil ist. Das war hier auf der Rückseite. Das, wofür wir die Lampe brauchten. Guck mal, dafür brauchen wir das Fernglas und die Lampe. Jetzt müssen wir aus... Wo war das Level, wo wir die tragbare Lampe hatten? So, hier das Teil, das kriegen wir ja easy rüber. So. Das ist dann schon mal hier vor Ort. Damit können wir es gleich machen. Damit können wir es gleich machen. So. Und ist hier, war hier die tragbare Lampe? Nee, ne? Oder? Ich weiß nicht mehr. Nein, war sie nicht. Next one. Ich hätte mir mal merken können, wie rum ich das Ding gedreht habe. Da ist die tragbare Lampe. So. Das ist jetzt eine leichte Übung. Wirklich jetzt nicht so kompliziert, die da mit hinzuschleppen. Aber das ist hier auch schon wieder so, ey, da musst du dich richtig reindenken. Und ich, ach nee, wir müssen da... So können wir uns den Weg auch selbst aufmachen. Nee, aber da weiß ich nicht, ob wir zurückkommen. Keine Risiken. So. So. Geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. So, jetzt können wir das Level beenden. Wo ging das noch gleich? Hier. So. Auch den nächsten habe ich voll gemacht. So, bevor ich das mache, gucke ich aber noch mal eben bei euch rein. Dankeschön, Doc. Nicht, dass du einen Daumenkrampf kriegst. Vielen, vielen Dank. So. Wo muss ich? Da muss ich hier. Alles voll. Heißt wieder Platz für ein bisschen Story. Juli. Ich wurde angerufen. Nein. Ich soll packen und in der Früh gehen. Deshalb betrete ich heute Nacht endgültig ihre Welt. Ein Freund soll mich bei der Station treffen. Aber er wird nur dieses Tagebuch mit einer Anweisung finden. Es in 12 Jahren zu überbringen. Ich lag falsch. Alex muss es erfahren. Mhm. Ich glaube, wir müssen noch weiter nach oben. Für das nächste Level. Ah, sind wir fertig? Was haben wir dann hier? Ich habe ganze Abende über dem Planetarium mit der Untersuchung des Dachfragments verbracht. Dann habe ich nachts von dem bröckelnden Berg geträumt, der ins Tal fiel, wie Sand auf dem Meeresboden. 8 Sonnen und 1 Mond. Und ein Ruckler. Ein kurzer. 2 kurze. Hinter dem letzten Fragment existieren 2 Welten gemeinsam. Die blühende Fantasie und
die kalte, unausweichliche Wahrheit. Die zwei Welten wirkten wie Tag und Nacht, waren aber tiefgründig verbunden. Ist das abgefahren? Was guckt euch das an. Was sich in einer änderte, betraf auch die andere. Das ist das. What? Kann ich das mitnehmen? So, pass auf, hier, so. Ist das krank? Das ist so ein richtiger Mindfuck. Da so rumzulaufen, auf einmal ist mal wo komplett anders ist, ist doch. Das wird eine Katastrophe, hier irgendwas zu reißen. So. Ja, guck mal hier, dann. Das war dann auch schon alles. Ich wollte nur kurz gucken, nicht, dass wir was vergessen. Ein Dach ist schön hier, du. Und das Ei kommen wir leider nicht. Ach, da ist der Vogel. Guck mal hier irgendwas. Ne, noch nicht, ne? Ich sehe noch nichts, was wir machen können, nur hier lang. Da ist wieder der Vogel. Da muss man das Ei hinbringen. Was? Warte mal, wenn ich jetzt den Drachen weggenommen habe, was hat das für eine Auswirkung hierauf? Ach, das Ei liegt daneben. In der einen Welt ist es der Drache und hier ist es das Ei. Ja, das ist so die Standardfrage, die man sich immer stellt. Ne, was war zuerst da? Ei oder Drache? Man weiß es nicht. Auch das Spiel gibt darauf leider keine Antwort. Ey, allein sowas, ne? Halbmond, Sonne. Wir brauchen die Sonne. Können wir dann den Halbmond nehmen, da durchwerfen? Ja! Tatsache. So. Ja doch, man kriegt aber auch so ein bisschen Übung, muss ich sagen. Wie sieht das auf der anderen Seite aus? Ah, da können wir es drehen und hier haben wir... Gucken, das muss doch eindeutig daran. Und wenn wir ihn jetzt hier in der Welt haben wir den so da dran. Wie sieht das dann hier aus? Ach, andersrum. So. Und dann brauchen wir die Drachenfigur. Haben wir die jetzt? Haben wir die mitgenommen? Wir haben die Drachenfigur nicht. Oder ach, warte mal, wir können die ja bestimmt dann auch. Wo ist dieser komische Spiegel? Wo gerade die Sachen durchgeworfen haben. Da können wir doch jetzt bestimmt dann auch. Das Ei war doch in der anderen Welt der Drache, ne? Ja. Sag mal, Fräuleinchen. Hier. So, geht doch. So, ein Mond ist noch übrig. Den ich jetzt auch spontan. Ein Halbmond. Verdammt. Wieder eins weniger. So. Ist halt da hinten der Mond? Das Augenglas war Lornas letzter Erfolg. Es zeigte nicht die Vergangenheit, sondern nur die Gegenwart, wie sie sie sehen wollte. Ach, damit können wir jetzt die Welten wechseln. Das ist der Hammer. Vielleicht den Hammer jetzt hier auch durchwerfen? Jo. Komm, ich will da durch. Wieso kann ich denn jetzt da nicht durch? So, jetzt bin ich durch. Jetzt habe ich das Teil hier. Wollte ich aber gar nicht.
Okay. So konnten wir es mitnehmen. Da haben wir es. Und jetzt haben wir da vorne noch den Hammer. Da. Okay. Jetzt müssen wir uns wieder hier gemeinsam dippen. So, okay. Nein! So. Hammer. Ach, da müssen wir uns hinstellen. Es ist gut, dass die uns das anzeigen, wo man sich hinstellen muss. Sonst wird man hier echt rumirren wie blöd. Okay. Ach! Guck, hier wäre eigentlich Ende und so können wir dann weiterlaufen. Ha. Was? Boah. Ist das cool gemacht. So, hier können wir jetzt lang. Tatsächlich da. Ich muss da ran. Wie kommen wir denn da ran? Dann gehen wir hier rum. Was passiert, wenn wir hier die Kette ziehen? Ah, guck mal. So müssten wir da rankommen, oder? Dann na komm, so wieder zurück. Dann wieder schwupps. Na komm. Und dann haben wir es. Es ist der Fotoapparat. So. Jetzt müssen wir das Teil noch einmal dahin drehen. Komm her hier. Dann gehen wir noch einmal rüber. Dann haben wir hier den. Muss er entstehen? Ach, wieder, wir müssen wieder das Teil. Okay. Holen wir doch. Wenn man hier zwischen den Welten switchen muss, das ist. Also ich find's mega. So, Fotoapparat, komm her. So. Jetzt können wir uns hier draufstellen und. Na komm. Da haben wir's. Wo lang müssen wir jetzt? Geht die Tür zufällig auf? In der anderen Welt, ja. Ich glaube, uns fehlt immer noch ein Mond, ne? Hier wieder weiter. Hier geht's nicht weiter, oder? Ah, doch hier. Ist das abgefahren? Hört immer noch die Karte von uns. Ja. Der Tod. Puh. Nein, uns fehlt noch ein Mond. Ich kann hier nicht rausgehen. Wenn wir. Uns fehlte doch noch ein Mond, oder? Ach, verdammt. Hallo, Buddy. Carsten, Hallöchen. Schön, dass ihr dabei seid. Feuer Mainz, hallo, hallo. Phobi und Finn. Hallo, Black Vipers ist auch dabei.
So. Sekündchen. Hallo Vanessa und Terkina und Thomas. Sniper Elite braucht nicht so viel. Also ich hatte im Download tatsächlich, hatte der mir angezeigt, jetzt downloaden 100 Megabyte. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich vermute, das war einfach noch eine Information, die dann gefixt werden muss. Aber bei mir hatte der im Download erstmal die 100 Megabyte angezeigt, was ich sehr, sehr wenig finde, weil das Spiel auch echt gut aussieht. Aber darf noch gar nichts sagen. Was ich euch aber sagen kann, ist, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Also Augen auf halten. Ihr könnt die nächste Woche Sam & Max hier gewinnen und Sniper Elite. Die beiden Games. So. So, das muss dann hier bleiben. Jetzt muss ich mich aber noch einmal umgucken. Gut, dass wir jetzt so schnell hingekommen sind. Hier muss noch irgendwo... Guck mal, da unten der Mond. Der hier ist irgendwo noch ein Mond. Wir wollen es doch komplett haben. Sagt der Monk. Aber wo? Ach, guck mal, da kannst du auch selbst durchgehen. Da! Haha, da. Wie passend. Boah, das war jetzt aber echt Zufall. Wäre das jetzt nicht zufällig passiert, hätte ich mir jetzt hier echt mega viel zusammensuchen müssen. Dass man hier auch einfach mit dem Kopf durch kann. Wie im richtigen Leben, mit dem Kopf durch die Wand und dann klappt's schon. Okay, dann jetzt schnell Richtung Ausgang. Jetzt haben wir alles vollständig. Da lang. Haben wir hier schon wieder unseren Kringel, den brauchen wir jetzt gleich. So. Zack. Da runter. Ja, komm. Und da sind wir fertig. Und Lorna ist hin. Das ist schade. Guck mal, das... Ah ne, ich wollte schon sagen, das ist in dem Raum die letzte Platte. Ist es nicht. Da. Alles fertig. Hallo Alex. 1996 haben 32 Schüler das Shadow Point Observatorium besucht. Nur 31 kamen zurück. Anbei findest du mein Tagebuch. Es erzählt von einer schrecklichen Last, aber sie vertraut nur dir. Sieh es dir an. Ich halte nichts geheim. Am Ende wirst du verstehen, was du tun sollst. Geh in den Keller. Lorna McCabe wartet auf dich. Ja, Finn, ich hatte überlegt, eventuell nächste Woche Sniper Elite zu streamen, wenn ihr da Lust drauf habt. Schreibt mir doch mal in den Chat, ob ihr nächste Woche gerne Sniper Elite sehen wollt. War jetzt so meine Überlegung. Sam & Max eignet sich da eigentlich weniger für. So, der Garten. Letztes Level, offiziell. Ich weiß, da kommt nachher noch ein kleiner Schwung nach, wenn wir die fertig haben. Die wir natürlich, wo wir uns auch noch dran setzen. Ne? Wir haben heute wieder Streamzeit bis 18 Uhr geplant, ungefähr plus minus. Die werden wir natürlich ausnutzen. Oh nee, an das Teil erinnere ich mich. Das ist heftig.
Ja, das sieht so easy aus. 4 Sonnen und ein Mond. Aber ihr seht schon, da kann man wieder an der Decke laufen, alles Mögliche. Hier Sachen hinhängen, da Sachen hinhängen. Das wird jetzt kein Pony-Schlecken hier. Hallo! Echo! Echo! Was macht das? Oh, hallo, kleiner Vogel. Wo kommst du denn her? Dieser Ort ist so komisch, als wäre er für mich gemacht. Wie heißt du? Wie wär's mit Jamie? Das passt hier nicht hin, ne? Das ist das nicht. Finley? Okay, Finley. Ach, es hört sich so an, wie als wäre sie hier gerade erst, ja, angekommen. Vogel gerade erst kennengelernt. Noch macht alles Spaß. Ach, hier ist die andere Seite. Wie will man das denn so dahin hängen? Guck mal, so wird das ja schon das Muster geben. Und vor allem, was sollen wir denn dann da reinhalten? Das kann ich jetzt hier auch nicht dran stecken, oder? Nee, guck mal, das fällt runter. So. Das Teil können wir ja auch mitnehmen. Was haben wir denn jetzt davon im Rucksack? Nur das hier, ne? Damit können wir dann bestimmt irgendwie um eine Ecke leuchten. Erstmal drauf klarkommen hier. Ach, guck mal, hier haben wir auf jeden Fall ein Köfferchen. Das ist schon mal gut. Das ist nämlich so ein Muster, was wir hier werfen müssen. So. Aber dafür brauchen wir eben noch das andere Teil da, ne? Das würde schon so passen. Aber das Muster ist noch nicht vollständig. Wir haben das Teil. Was war das? Ich gucke mich erst noch mal weiter um. So richtig checke ich es noch nicht. Ah! Tatsache. So, wenn ich den jetzt hier, ist die Schwerkraft wieder anders. Okay. Pass auf, wir sind da vorne irgendwie aus der Wand gekommen. Ich probiere mal was. Wer nicht wagt, den nicht gewinnt. So, ich habe jetzt da hochgepfeffert. Wo liegt der Schrott hier? Wo habe ich jetzt hoch? Da! Komm. Das finde ich nicht fair. Dann. Also so funktioniert es nicht. Wie kriegen wir es denn dann jetzt in der Schwerkraft hin? Das ist auf jeden Fall, wir sind jetzt so 90 Grad. Wir laufen jetzt im Prinzip hier die Wand hoch. Das ist. Und wir müssen es jetzt von der Schwerkraft so machen. Boah. Haben die sie noch alle? Der hängt runter. Schwerkraftbedingt. Nee, der ist die Schwerkraft wieder nach da. Das ist nicht das, was wir brauchen. Da müssen wir nochmal weiter gucken. Hier können wir runter. Wo landen wir denn jetzt hier? Da haben wir schon wieder so ein Pendel. Da oben ist das Pendelteil. Hier. Okay, da sind wir dann. Das ist wahrscheinlich da hinten, dass wir dann da auftauchen. Hier ist was zum Anstrahlen. Wenn wir das hier. Oh, da muss man sich orientieren. Da unten sind wir gestartet. Jetzt sind wir ganz oben. Das Teil.
So, noch mehr. Kann ich das da vorne dran hängen oder ist das? Nee, ne? Nee, das fällt einfach nur runter. Dat. Ah, hier, das ist das. Guck mal, dann können wir jetzt hier um die Ecke. Oh, Schwerkraft stimmt nicht ganz. Das ist schade. Wieso stimmt denn jetzt hier die Schwerkraft nicht? Wie kann ich denn jetzt die Schwerkraft? Nein. Ah, guck mal, dann haben wir jetzt zumindest schon mal das Ding. Aber das ist jetzt hier auch wieder so ein... Ich habe noch nicht ganz durchschaut, wie ich hier die Schwerkraft umkehren kann. Das ist mir noch ein Rätsel. Da. Wir müssen das doch bestimmt hier. Ne, hier sind wir noch gleich. Wir müssen. Ich dachte die ganze Zeit, wir müssen, obwohl wir gar keinen Plan haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit der Lösung zusammenhängt. So, das ist nämlich das hier. Aber das hängt dann ja 90 Grad mäßig. Das ist auch falsch. Das müsste im Prinzip so. Das heißt, wir müssen das schon über eine vorige Ebene hier rüberbringen. Und das kann ja nur bei den Haken da passieren. Wer mir nicht folgen kann, ich weiß gerade auch nicht so genau. Kein Plan. Ne, aber warte mal, das kann doch auch nicht sein, weil da oben sind wir doch einfach nur. Das ist Quatsch. Kommen wir hier noch durch? Ne, weil da, wir sind doch einfach nur da oben, das heißt, wir müssen die Schwerkraft einmal umkehren. Das kann es dann auch nicht sein. Guck mal, hier hängt er zumindest dann schon mal so. Ja, vielleicht klappt es trotzdem. Nee, das ist die normale Schwerkraft. Der wird runterhängen, wenn wir jetzt hier, ja. Pass auf. Da hilft gar nichts. Aber vielleicht hilft hier, nee, ist auch richtig rum. Wie können wir den spiegeln? Habe ich hier noch irgendwie ein Tor nicht erkannt? Oder kann ich den jetzt so mit rübernehmen? Wie ist dann die Schwerkraft? Ne, guck mal, dann fällt er auch einfach nur runter. Das macht er nicht mit. Mal genau erforschen hier. So. Hab aber eine Idee, wie wir jetzt das eine Bild da zumindest lösen können. Oder zumindest einen Teil davon. So, du bleibst so. Ach, so, abholen, ne? So, da haben wir schon mal ihn. Müssen wir uns hier gleich mit der Lampe dahinter stellen, hundertprozentig. Sie können wir jetzt aber auch... Ich weiß. Pass auf. Der leuchtet uns an und dadurch, dass der uns anleuchtet, hat dieses Teil jetzt Licht und wir können zurückleuchten. Komm, mach, bitte klapp. Ja!
Hallo Xerox. Hallo Tony Frogstar. Und Mr. Big. So. Jetzt müssen wir die Schwerkraft von dem Teil irgendwie. Ich muss einfach nur. Immer. Hier fällt er. Oh nein. Ich habe ihn weggemacht. Wenn ich die Sachen spawne, haben die dann ganz normale. Fangen die dann einfach. Ja! Oh Gott, das kann so einfach sein. Komm. So. So. Dann gehen wir hier. Da haben wir unser Lämpchen. Das ist nicht. Nein! Genau das müssen wir nochmal hinlegen. Lämpchen. So. Aus der Perspektive haben wir dann hier den fertigen Koffer. Nummer. Okay. Schon eine Stunde her. Ich sollte zurück. Sorgen sich bestimmt. Die Tür war in der Höhle, oder? Ich kann nicht weit sein. Ach. So, aber auch hier darf es nicht einfach runterhängen, sondern das müssen wir jetzt. Wahrscheinlich von nebenan über den Haken da hinten. Doch, das wird bestimmt klappen. Der Haken ist es hier. Mal auf gut Glück. Da. Keine Ahnung, ob das so passt. Ich weiß es nicht. Sieht gut aus. Okay. So, und jetzt müssen wir das Lämpchen da drauf packen. Es wackelt. Ach, guck mal hier, da, die Blättchen. Nur den richtigen Abstand hinkriegen, dass das. Ach, da muss der Koffer drauf. Logisch. Mir hängt es gerade. Habe ich das Spiel geregelt? Hallo? Ist das Spiel hängen geblieben? Ihr seht gar nichts mehr? Ich habe das Spiel getötet. Warum bloß? Kommt es nochmal wieder? Nein. Schade. Nochmal neu. Was habe ich getan? Noch Zeit zum Chat lesen, ist auch mal ganz schön. Ja, ich habe das Spiel getötet. Hallo Klaus-Dieter. Ja, dann nutze ich noch mal die Gelegenheit. Wir haben am 11.09. Community-Treffen. Und ihr könnt euch jetzt noch anmelden. Es sind noch genau 4 Plätze frei. Hätten wir niemals gedacht, dass die Plätze uns so schnell ausgehen. Heute ist der letzte Tag, wo ihr euch anmelden könnt. Das ist jetzt kein Discord-Treffen oder irgendwas, sondern wir treffen uns wirklich real life. Und trinken einfach mal ein Bierchen und plauschen ein bisschen, wo das Ganze stattfindet, was geplant ist und wie ihr euch anmelden könnt. Das Video habe ich euch direkt als erstes unter dem Video verlinkt. Also einfach mal reinschauen. Ich würde mich freuen, euch mal auch außerhalb des Chats, außerhalb des Discords persönlich kennenzulernen.
Hat er vor dem Level wahrscheinlich gespeichert, ne? Denke ich jetzt mal. Müssen wir noch eben die anderen sagen. Aber wenn man da einmal im Groove ist. Ach, guck mal, zwei hat er uns schon anerkannt. Die hat er sich gemerkt. Das ist doch schon mal gut. Das ist fair. Also er speichert auch zwischen. Ihr seid wieder an Bord? Ja. So. Erst war alles dunkel. Wir müssen uns merken, hier ist auch ein Teil, ne? Das ist bestimmt. Haben wir schon irgendwelche Gegenstände dabei? Das ist, glaube ich, wichtig. Dass wir von hier aus noch einen Haken haben. Pass auf. Was braucht man für oben? Wo ist das Ding jetzt? Wo hängt der Loris? Da oben. Und die Schwerkraft ist genau verkehrt rum. Genau so, wie wir es brauchen. Kleiner Merker, wie kommen wir jetzt daran? Wo ist das? Wo ist es denn? Da. Perfekt. So. Genau so. Und jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das hier hochkriegen. Ich vermute aber, wie kriegen wir das hoch? So. Oh, einfach anleuchten. Also falls ihr das nicht wusstet, falls ihr euch mal fragt, wie kriegen wir das hoch? Einfach anleuchten. Verdammt. Das habe ich nicht bedacht. Wir müssen da drüben den Haken noch runter machen. Aber Schwerkraft passt ja erstmal. Den kriegen wir so runter, genau. Dann gehen wir rüber. Nehmen das. Komm. Ach komm. Okay. Bumm. Okay. Ach, das war schon der Mond. Okay. Das ist gut. Das ist gut, weil der Mond ist in der Regel das Schwierigste. Und jetzt müssen wir nur noch den einen. Oder haben wir noch zwei? Den haben wir gemacht. Nur noch hier irgendwo eine Sonne oder so? Ne, den müssen wir jetzt noch machen, ne? Ne, ein Mond. Ja, nee, dann müssen wir den hier noch machen und hoffen, dass der diesmal nicht abschmiert, ne? Da. Dann müssen wir die Schwerkraft von dem einen noch ändern, damit der wieder seitlich hängt. Das haben wir hier gemacht. Und zurück. Ich finde die Musik auch klasse. Das ist so richtig hypnotisch, richtig cool. So. Jetzt nicht abschmieren, Junge. Der muss weiter rüber. Müsste ein bisschen größer sein, oder? Täusche ich mich da. Komm, gib ihn uns. Näher ran geht's nicht. Ja. Und jetzt? Next one. Hier geht's weiter. Nein, noch ein paar Minuten. Zu zweit ist es schön. Finley, was war's? Vorne ist sie, Lorna.
Wer bist du? Finley, mach irgendwas. Sehen wir alles? Alex Burkett. Warum folgst du mir? Was willst du? Ich gehe nicht weg. Du kannst mich nicht zwingen. Das ist meine Welt. Ich habe sie gefunden. Es ist meine. Okay. Bisschen bitchig, die Dame. So, und das Alex, war jetzt... Du verstehst es, oder? Lorna ist gestorben, als sie diese Welt verlassen hat. Aber sie hat auch gelebt. Dank dir. Okay. Vielleicht glaubst du, dein Leben sei schon entschieden, dass du hoch zu Shadowpoint gehen und die Zukunft wieder erleben musst, die auf diesen Seiten steht. Deshalb gebe ich dir eine Wahl. Im Planetarium liegt ein letztes Modul, das den Projektor mit den Sternen verbindet. Reise zu dem Augenblick, in dem ihre Welt begann. Verhindere es. Okay. Aber ich weiß nicht, ob du je zurückkehren wirst. Oder geh. Fahr den Berg hinab und sei frei. Genau. Du schuldest uns nichts und hast mehr erreicht, als ich es je konnte. Du hast ihr Hoffnung geschenkt, Edgar. Wo ist denn der Projektorraum? Ich glaube, ich bin falsch. Nee, das ist ja der Teleskop. Offensichtlich nicht. So, so, so. Auch kein Projektorraum. Ach hier, das ist auch der Projekt. Ach. Dann konnten wir jetzt den Hebel ziehen, da wir alle Level gelöst haben. Oh. Ah, jetzt sind wir in irgendeiner Parallelwelt. Ein bisschen aus wie im Himmel, wa? Oh, oh. Abgefahren, oder? Hallo Andreas, hallo Syntek. Ciao Doc. Schön, dass ihr dabei seid, ich freue mich. Boah, ich vermute, ach, da ist die Spieluhr, die kennen wir schon, ne? Wie kommen wir da ran? Das Teil muss angeleuchtet werden, aber da ist ja gar kein Kristall drin. Kommen wir hier rüber? Hier kommen wir noch nicht weiter, das wird der Ausgang sein. Aber wir haben wieder das Teil. Es gibt also so, wieder so ein Parallelteil. Das können wir drehen, dass es dahin leuchtet. Oder wo muss es denn hinleuchten?
Ah, okay. Das Teil kannst du nicht drehen. Aber wir können den dahin leuchten lassen. Dann können wir das Teil drehen. Und dann sind wir ja hier in der Parallelwelt. Wenn wir den dahin drehen. In der Parallelwelt, genau, ist das Sonnenteil. Und können wir jetzt machen. Ach, den können wir jetzt dahin fahren oder zurück oder hin oder. Was bewirkt das denn? Ach, warte mal, das bewirkt, ob wir den hier von da anleuchten können. Guck mal, da ist jetzt aber ein Stein im Weg. Aber auch von hier könnten wir den nicht beleuchten. Kann ich denn hier irgendwas nehmen? Ne, da komme ich nicht dran. Ne? Das muss wahrscheinlich erstmal über der Teil da geregelt werden. Und der braucht irgendwie Licht. Aber wie? Jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Oh. Was bewirkt das? Aha, das ist, glaube ich, gut. Ja, guck mal. Und jetzt können wir den hier drehen. Und dann leuchtet der den an und wir kommen da hinten. Ja, an den Kristall. Okay, und den müssen wir jetzt hier reinpacken. Und jetzt müssen wir noch irgendwie da reinkommen. Okay, der Stein öffnet anscheinend die Tür. Also wir müssen jetzt den wieder so. Ah, dann geht die Tür auf. Okay. Können wir uns die Spieluhr holen? Mein Spiegelbild ist fremd. Die geschmolzene Maske eines verschwendeten Lebens. Es bleibt nur eine Geistergeschichte, damit du nicht denselben Fehler machst. Okay. Ist wahrscheinlich die Tür da hinten aufgegangen. Tatsache. Okay, wieder so ein abgefahrenes Ding. Ja, Andreas, das Spiel ist richtig, richtig klasse. Und Tekina, ja, auf jeden Fall. Finn, ja, ich mag Marvel. Ich bin gerade Loki am Schauen. Und freue mich schon auf Mittwoch, wenn die fünfte Folge rauskommt. Schade, dass Loki nur 6 Folgen insgesamt hat. Das ist echt. Da würde ich mir gerne ein paar mehr wünschen. Vor allem, weil die dritte Episode sich wie eine reine Füller-Episode angefühlt hat. Und ja, jetzt müssen sie Gas geben, ne? Müssen sie Gas geben. Kommt für mich aber nicht an WandaVision ran. WandaVision war der Wahnsinn. Ah. Dafür brauchen wir anscheinend noch mehr Gegenstände, wovon ich jetzt noch keinen besitze. Ich weiß aber, worauf das hinausläuft. Da wird es nachher weitergehen, denke ich mal.
Was haben wir hier? Gucken wir erstmal, was wir hier mitmachen können. Ob das schon das Richtige ist oder ob wir das Zahnrad erstmal für was anderes brauchen. Nee, das wird nicht klappen. Der ist nicht eingerastet, aber wir probieren es trotzdem mal. Nee, guck mal, ist nichts passiert. Na dann. Nächster Weg. Oder? Doch, jetzt ist das so ein hohles Teil. Das war vorher nicht, oder? Gehen wir nochmal hier durch. Jetzt, ja, hier ist jetzt natürlich wieder das Schwerkraftding. Und dafür brauchen wir das Zahnrad hier. Können wir das hier wahrscheinlich. Ja, genau dahin. Aber die Schwerkraft, die Schwerkraft. Wieder rausfinden, wie wir das hinkriegen. Muss. Na da. Haben wir hier irgendwelche Haken? Irgendwas, wo was. Okay. Das sieht schlecht aus. Was war denn hier vorne? Wo ist der Ort von hier aus? Der muss so rumhängen. Ja, das passt. Ich glaube, das passt. Okay. Ja, ich zeige auch, gerade wo ein, zwei Leute geschrieben haben, ist ein nettes Spiel. Ich zeige auch halt gerne mal so ein paar Klassiker, die ich gerne gespielt habe, weil die sonst halt auch sauschnell in. Was ist jetzt hier los? Wo ist das Ding? Ach da. Weil die halt auch sonst schnell in, irgendwie in Vergessenheit geraten. Das finde ich einfach schade. Das ist jetzt wirklich ein cooler Release-Titel gewesen für die Quest. Ich muss andersrum rein, so rum. Und ist bis heute tatsächlich mein Lieblingsgame. Ursprünglich, bevor die Quest überhaupt rausgekommen ist, habe ich. Ja, eben zuhören. Und ich höre die Warnung immer noch. Bleibt zusammen. Geht in Gruppen. Ich bin durch die Dunkelheit geschritten. Da bist du. Langsam hat sie sich geformt und verbunden. Die Erde mit den Bäumen, mit den Wolken, mit den Sternen. Meine Erinnerungen an Urlaub und Träume und Schlösser im Meer. Mein ursprüngliches Lieblingsspiel auf der Quest, also was heißt ursprüngliches Lieblingsspiel, wovon ich mir vor Release der Quest tatsächlich am meisten erhofft habe, war Apex Construct. Aber bin ich irgendwie bis heute. Na komm. Das ist ja wirklich eine Enttäuschung. Was ist das Ding da rein? Ja, das ist eingerastet. Das sieht gut aus. Nur Apex Construct bin ich bis heute nicht wirklich wieder zugekommen. So, mal gucken, was ist es denn? Ein kleines Zahnrad. Als hätten wir eins gebraucht. Und nö. Ist das geil. Ist das geil gemacht. Hallo Buddy, hallo Stefanie. Hallo Leni. Und der Zubu ist auch mit dabei. Schön, dass ihr dabei seid. What is this? What? So. Nein. Was ist das? Okay, den müssen wir am Ende halten. Der muss von der Schwerkraft 90 Grad nach rechts und dann müssen wir noch den mit dem Spitzenteil da was besser. Also egal.
Ja, das ist halt eher wie so ein Nudelholz, der andere läuft spitz zu. Gucken wir uns erstmal an, was wir hier haben. Keine Ahnung, wo wir sind. Erstmal. Das sieht doch schon mal gut aus, oder? Das sieht schon. Ich glaube, das ist es schon. Für das eine Teil. Ja. So. Boah, das sieht aber aus wie ein großes Tor. Da wird es gleich durchgehen, denke ich mal. Guck mal, dann haben wir den schon fertig. Jetzt müssen wir noch das andere Teil finden. Ich denke, da war jetzt nicht mehr so viel. Da müssen wir hier lang. Und da ist es. So, wohin damit? Hier können wir nur durch. Und da haben wir ja nur hier die Möglichkeit. Das ist relativ naheliegend. Also die Frage, wo kommt das auf der anderen Seite an? Hier hätten wir auch noch was. Und zwei Durchgänge, wo geht's denn? Ach, hier sind wir hier. Wo holen wir das jetzt her? Ja, wo ist es denn? Hier lang. Da ist es. Dann haben wir ja auch nur hier die Möglichkeit. Und da muss es richtig sein. Was sollen wir sonst anders machen, ne? Das müssen wir jetzt irgendwo finden. Ich glaube, ich weiß auch. Ich weiß nicht, wie ich hinkomme, aber ich weiß, wo es sein könnte. Ne, da, hier hatten wir es her. Da. Kriegen wir es wieder hierher. Da ist es. Das ist aber leider nicht richtig, glaube ich. Oder? Doch, könnte passen. Könnte passen. Das wäre jetzt aber ein mega Zufall. Ja, passt. Verdammt. So. Ich habe mich verloren. Jahrelang habe ich die Welt vor von mir geschaffenen Bestien geschützt. Ich wusste, es war nur eine Illusion. Aber es fühlte sich so wichtig an. Dann hast du den Brief gebracht. Und zum ersten Mal hatte ich ein Ziel. Ich hatte Hoffnung. So. OMFG. Ach, das ist hier schon wieder so ein der kranke Scheiß. Oh Mann, oh Mann. Wir haben einen Hammer. Hammer kriegen wir hin, ne? Das ist. Was ist der Hammer im Spiegel? Ist der Hammer eine Säge? Oh, das ist nicht so ein Spiegel. Das heißt, hier können wir mal eben schnell gucken. Also haben wir hier irgendwas. Da brauchen wir eine Säge. Wenn ich jetzt hier durchgehe. Warte mal. Aha. Okay, also es gibt diese umgekehrte Welt, es gibt noch diese Spiegelwelt. Das ist ja abgefahren, ey. Aber den haben wir jetzt hier auf jeden Fall schon mal. Was ist das im Spiegel? Das ist eine Pfeile im Spiegel. Eine Pfeile brauchen wir auch dafür. Aber wie kommen wir denn jetzt... Ich kann es mir jetzt hier nicht mehr. Es gab ja ein Level, da kommt man so durch die Spiegel. Wie komme ich denn jetzt an die Spiegelsachen ran? Mal umschauen, da oben geht es gleich weiter. Das kann jetzt nur auf der anderen Seite sein. Vielleicht können wir hier den Spiegel nutzen. Na komm. Ja, hier geht's. Dann haben wir die Säge.
Boah, also da denkst du, du bist bei dem Spiel durch und es geht echt noch lang weiter. So, das Teil ist auf der anderen Seite der Hammer. Na komm, werd eine Feile. Ja! So, Pfeile brauchen wir dafür. Mein Gott, das ging jetzt hier aber schnell. So. Jahre vergingen und ich begann dich zu verstehen. Kein da. Engel oder Monster. Nur verloren. Wie ich. Das trieb mich an. Alex Burkett. Hat da einen Hammer. In der Zeit gefroren. Eine Erinnerung an meine Schwester. Mein Leben. Mein Zuhause. Alles wartete auf mich. Tja. Tarzan ist ein ganz besonderes Spiel. Gerade im Chat gelesen, dass es um Tarzan geht. Ein ganz besonders beschissenes. So. Ich stelle mir vor, ich wäre wieder in diesem Keller von Shadow Point. Wir sind Fremde. Aber irgendwie kenne ich deinen Namen. Ich rufe dich und wir gehen. Ach du Scheiße, guck mal, jetzt drehen sich hier die Sachen am durch die Luft. 20. August 2000. So. Hier noch drin. Ist ja krank. Ich kann mich echt nicht mehr so richtig erinnern an das Spiel, ne? So, kriegen wir da irgendwie den Weg auch vollständig? Ja, so können wir da rüber. Da müssen wir dann anleuchten. Wieder so ein Anleuchteteil. So, dann geht da die Tür auf. Bällchen mit. Wer weiß, wofür wir das gebrauchen können. Nee, Puzzlestück. Keine Ahnung, wofür wir das gebrauchen können. Aber ich denke, es ist beides im Rucksack, ne? Ja, genau, Puzzlestück. War das da drüben jetzt schon alles? Das heißt, wir können jetzt hier rechts rüber. Nee, das Ding, das hat mit dem Weg so gar nichts zu tun, ne? Ist zugegangen. Kann ich jetzt hier schon Mitte? Nee. Ich will da rübergehen. Wo ist das Teil wieder zum rübergehen? Da. Was ist denn da? Da ist doch nichts. Ja, superklasse. Was ist das denn, ey? Über den. Ja, pass auf, da ist, guck mal, da ist da so ein grünes Teil dran. Das ist da, das hat da irgendwas zu bedeuten. Ah! Dafür ist das da. Oder? Nee. Das Teil brauchen wir noch. Dann probieren wir es mal anders. Ja, finde ich super, dass da die Tür aufgeht und wir nicht die geringste Peilung haben, wie wir da rüberkommen können. Klasse. Können wir hier auch irgendwie mit. Ah! Ah, so. Da ist das Teil, was da rein muss, oder? Mit dem Vogelgezwitscher und der Stille hier eine richtig coole Atmosphäre. So. Jetzt hoffe ich, dass wir das richtige Teil haben. Na komm. Sieht aber so aus, ne? Hammer.
Da brauchen wir noch was für und da ist auch so ein Teil. Aber wo, was haben wir denn dafür? Wo sollen wir das denn herholen? Beschäftigen wir uns später mit. Ich gucke erstmal, wie wir eine Chance haben könnten, an das obere Teil zu kommen, um da was dran zu machen. Ist das hier vorne ist zu weit weg, oder? Oder fliege ich da lang? Nee, das kann ich nur hier vorne machen. So, komme ich da irgendwie ran? Nee. Wie kann ich die anderen Gehwege? Ah, okay. Oh, 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 pass auf. Hier, wir brauchen für die Spitzhacke. Was ist das Teil? Ich sehe das gerade. Yes. Muss doch dann sicher daran. Dann haben wir das schon mal. So. Und hier sehe ich gerade, haben wir noch ein Teil übrig. Keine Ahnung, wo das schon wieder ran muss. Aber wenn wir das haben, dann haben wir es. Guck mal, das, was wir gerade gefunden haben, kommt da rein. Dann haben wir da auch wie so einen Umriss, den wir gleich ausfüllen müssen. Okay. Da oben. Und schaut her. Das ist das Planetarium. Die Sterne und Planeten werden auf diesem Bildschirm projiziert, um ein Bild des. Jetzt müssen wir irgendwie das noch drehen, dass wir da rankommen. Das wird das hier nicht sein, sondern wenn dann. Kommen wir da ran? Wenn wir das hier weiter drehen, welchen Weg nimmt der denn? Oder ist er doch zu hoch? Da kommen wir schon nicht mehr ran, oder? Macht jetzt. Ja, vielleicht so da hinten, dass wir. Ticken noch zurück. So vielleicht. Nee, das ist auch zu weit weg. Wie pappen wir das Teil daran? Mal daran, glaube ich auch nicht. Vielleicht wollen wir ein bisschen springen. Das war nix, ne? Letztes Puzzleteil. Da oben, das muss da rein, bevor wir dann hier den Schatten drauf kloppen können. Ja, wir brauchen dich da hinten nicht mehr. So. Das ist so richtig, der muss so bleiben. Der Weg, der muss eigentlich auch so bleiben. Aber. Also, das muss doch hier vorne sein, ey. Das ist so nah. Und dann können wir jetzt hier. Da. So. Das Observatorium wird die Vorführung für 10er-Gruppen zeigen. Wenn ihr nicht dran seid, dann seht euch um oder wartet ruhig. Aber geht nicht weg. Bleibt zusammen. Ich muss jetzt den Punkt mit dem Ball selbst finden. Tor, fertig.
Ah, da kommt's jetzt gerade rein. Was ist das für ein Ort? Er ist wunderschön. Wer bist du? Hey! Ich hab nur geguckt. Hau ab. Sie warten auf mich. Ist ja irgendwie traurig, ne? Aber wir haben ihr jetzt gerade den Arsch gerettet. Aber das Problem ist, jetzt hängen wir hier fest. Also das heißt, wir haben Lorna gerettet und uns dafür mehr oder weniger geopfert. Hallo? Oder sehe ich das falsch? Alex Burkett? Ich bin Officer Dresden. Oh. Geht es dir gut? Oh. Deine Familie ist nicht wütend. Du hast ihnen aber ein paar Tage Angst gemacht. Ich warte dann auf dich. Oben bei der Seilbahn. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Okay, was ist hier gerade passiert? Haben wir es geschafft? Das Planetarium. Kosmologen glaubten früher, unsere Welt sei von einer Kuppel aus Sternen umschlossen. Heute enthüllen moderne Teleskope ein Universum von unfassbarer Tiefe und Schönheit. Welche Mysterien erwarten uns noch in dem Geflecht aus Zeit und Raum? Ja, anscheinend. Die historische Stiftung von Vorlockmeier bedankt sich für ihre Teilnahme an unserer Führung. Haben wir es geschafft. Dass Sie Shadow Point besuchen. Danke. Das ist Lorna. Was ist heute passiert? Alex? Mit mir willst du ganz bestimmt nicht reden. Doch, ich bin auch verwirrt. Ich wusste, wo du bist. Als ich den Bericht mit deinem Bild erhielt, wusste ich es. Ich habe dich dort gesehen. Nicht heute, sondern vor Jahren, als ich jung war. Ich heiße Lorna und ich glaube, du hast mich gerettet. Ich weiß nicht wie oder vor was, aber sag es mir. Ich habe Zeit. War ein schönes Ende. The gravity change like a feather in flight. Richtig, richtig tolles Ding von den Coldsink Studios. Love is the flame surrounded by night. I've got time till you come. The hunter will find a distraction or two. I've got time. Tsubo will es haben. Tatsa, nein, es wurde noch nicht verlost. Ich mache die Verlosung gleich. Ja, ich mag dieses Spiel einfach. Ich mag es wirklich. Ich weiß nur nicht, ob... Ich glaube, da kam da jetzt nicht noch Zusatzlevel. Deswegen warte ich jetzt noch mal eben ab. Ich meine, wir kriegen jetzt noch Zusatzlevel. Die möchte ich euch zumindest noch zeigen. Die schaffen wir heute nicht, aber... Aber dass ihr zumindest seht, ich meine nämlich, es geht noch weiter, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich bin gespannt von euch zu lesen. Jetzt haben wir ja gerade die Zeit. Schreibt mir doch mal in den Chat, wie ihr Shadow Point findet. Und als kleiner Hinweis, wenn ihr gleich mal mit mir quatschen wollt, ich komme jetzt gleich noch im Anschluss an dieses Let's Play in den Voice-Chat auf dem Discord der Zockstube, in das Stubengesabbel, so heißt der Voice-Chat. Also wenn ihr gleich ein bisschen quatschen wollt, dann schaut doch mal in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link zum Discord. Und nochmal letzter Hinweis für heute. Ich weiß nicht, ob das zu laut gerade mit der Musik ist, ob ihr mich richtig versteht. Und
Was ich euch noch sagen möchte, das Community-Event. Das Community-Treffen findet am 11.09. statt. Ist jetzt der dritte geplante Hinweis in diesem Livestream. Wenn ihr euch für das Community-Event anmelden wollt, Link zu dem Video, wie ihr das machen könnt, ist in der Videobeschreibung. Da treffen wir uns am 11.09. ja mal so im richtigen Leben. Nicht in der virtuellen Realität, nicht im Discord, sondern wir treffen uns einfach mal auf einem Bierchen in Kassel mit Übernachtung. Und wie gesagt, wie ihr euch anmelden könnt, steht in der Videobeschreibung. Wir haben noch 4 Plätze frei. Leute, das ist der Wahnsinn. Heute ist der letzte Tag, wo ihr euch anmelden könnt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Kommt jetzt hier noch was? Verdammt. Die Rätsel sind richtig super, Zubu. Ja. Ja, Stefanie, nur noch 4 Plätze. Ich hätte es auch nicht gedacht. So, und ich meine jetzt. Guck mal, jetzt können wir doch hier auf Fortfahren gehen. Jetzt gucken wir mal. Und war jetzt hier nicht noch eine Stelle, wo man irgendwie noch Level zocken kann? Oder vertue ich mich jetzt total? Ne, hier haben wir alles durch. Vertue ich mich jetzt gerade? Gab es da nicht noch so ein kleinen Bonus? Wenn ihr wisst, was ich meine, oder ihr erkennt, dass ich Schwachsinn erzähle, dann schreibt das gerne in den Chat. Dann suche ich jetzt hier nicht die ganze Zeit wie verwirrt rum. Ich meine doch, irgendwie ging es doch hier noch weiter, oder? Die Level könnt ihr dann übrigens nochmal spielen, wenn ihr da Bock drauf habt. Oder eben einfach ein neues Spiel anwerfen. Ich glaube, das ist klar. Nee, finde ich jetzt gerade nicht. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass jetzt hier noch was kommt. Aber dann haben wir es jetzt tatsächlich hier in den 2 Livestreams komplett durchgespielt. Weiß auch nicht, was meine Erinnerung mir da sagt. Guck jetzt nochmal zu euch in den Chat. Vielleicht hat da noch einer eine Erklärung für. So. Im Projektorraum, okay. Projektorraum war weiter. Nee, warte mal. Projektorraum war da. So. Ah. Okay, guckt mal. Jetzt könnt ihr hier quasi bei jedem nochmal den Hebel umlegen. Und dann habt ihr da nochmal entsprechende Level, die ihr zocken könnt. Ich mache die mal alle auf, damit ihr das einmal seht. Na komm. Ach, das, man kann immer nur einen. Alles klar. So, aber da habt ihr dann noch Level, die ihr lösen könnt. Das heißt, das Spiel ist jetzt noch nicht mal fertig, sondern es sind ja auch nicht mehr wenige Level, ne? Sondern ihr habt noch mal quasi, ich weiß jetzt nicht mehr ganz, wie umfangreich die sind, aber ihr habt hinter jeder Tafel noch mal ein Level. Und das finde ich dann doch schon richtig klasse. Gucken wir einmal kurz. Während des Übergangs habe ich etwas Göttliches erblickt. Einen Uhrwerkmonolith im Sternenmeer. Ich muss eine Werkstatt bauen. Meine Zuflucht. Ja, und da seht ihr dann einfach, das ist ein Spiel, was einfach sein Geld wert ist. Die Story ist vorbei und ihr kriegt hier nochmal so viel Content obendrauf. Also, kauft euch Shadowpoint. Ich weiß nicht, was ich da anderes zu sagen soll. So, Leute, ich komme jetzt aber nochmal zu euch. In den Chat. Wir machen noch die Auslosung und ich sage noch ein bisschen was abschließend. So, erstmal zu euch in den Chat. Wird noch ein kleines Story-Geheimnis verraten, wenn man durch die Zusatzlevel kommt. Ja, geil. Geil, geil. Hallo, Klartext. Schau mal, schreibt Leni. Ja, wie gesagt, wenn ihr jetzt gleich ein bisschen quatschen wollt, kommt auf den Discord der Zockstube Video in der Link in der Videobeschreibung. So, jetzt machen wir die Auslosung von den beiden Spielen. Wir verlosen heute Tarzan und Madrid Noir. Und da möchte ich jetzt gerne mal auslosen, wer gewonnen hat. So, starten wir mal mit Tarzan VR. Tarzan VR hat gewonnen, der Warp-Zwerg. Herzlichen Glückwunsch.
Wenn du dich, ich hoffe, du freust dich darüber. Herzlichen Glückwunsch, Warp-Zwerg. Schreib mich bitte auf Discord per Privatnachricht an und dann erkläre ich dir, wie du an deinen Gewinn kommst. Und dann, Madrid Noir hat gewonnen. The Misfit 1979, auch dir herzlichen Glückwunsch. Meld du dich bitte auch bei mir per Discord, per Direktnachricht. Und dann erkläre ich dir alles, wie du dann entsprechend teilnehmen kannst. Ja, Leute, dann schaue ich nochmal zu euch in den Chat. Erstmal ein Rustler. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und mal gucken, Warp-Zwerg, wenn es dir nicht gefällt, wenn du Tarzan VR nicht haben möchtest, dann sag Bescheid, dann kriegst du der Zubu. Hallo Sascha. Und hallo dein Kumpel, mein Kumpel, unser Kumpel. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's von dem Livestream für heute. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Wenn ihr jetzt noch interessiert seid an weiteren Livestreams, euch mal einen ausführlichen Eindruck zu Games zu verschaffen, dann schaut in die Videobeschreibung, da habe ich euch eine Playlist verlinkt mit allen Livestreams der Zockstube. Ich habe mich, habe ich gerade schon erzählt, ich habe mich heute gewundert, ich habe mal so ein paar Playlisten sortiert. Inzwischen schon 38 Livestreams, also da habt ihr erstmal was zu schauen und neben den ersten Eindrücken, die ich hier in der Zockstube anbiete, habt ihr da eben auch die Möglichkeit, einen ausführlichen Eindruck von einem Game zu bekommen. Ja, dann, wenn ihr euch fürs Community-Event interessiert, auch da das Video, wie ihr teilnehmen könnt, in der Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns jetzt gleich auf Discord sprechen. Auch da, Link in der Videobeschreibung. Ich mache mich jetzt kurz frisch und dann komme ich in den Voice-Chat, Leute. Macht's gut, euch einen schönen Sonntagabend und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao.